Quintana-Platz. Plaza de la Quintana, also Quintana-Platz zu sagen, ist überflüssig. Denn das Wort Quinta oder Quintana bezieht sich auf einen offenen öffentlichen Platz. Während der obere Platz am Ende der Treppe als Quintana de Vivos, Quintana der Lebenden bekannt ist, heißt der große Platz, auf dem wir stehen, Quintana de Mortos, Quintana der Toten. Denn es war früher der große Friedhof der Stadt. Zusätzlich zu den römischen und hochmittelalterlichen Gräbern, die während der Ausgrabungen in der Kathedrale und ihrer Umgebung entdeckt wurden, war der Platz noch bis zum 18. Jahrhundert eine Begräbnisstätte. Dann entschied man, aus gesundheitlichen Gründen und Platzmangel einen anderen Ort zu suchen. Hier können wir die Fassade mit der Puerta Santa, also der heiligen Pforte der Kathedrale, sehen, die nur in heiligen Jahren geöffnet wird, damit die Gläubigen, die sie durchschreiten, den vollständigen Ablass erhalten können, nachdem sie gebeichtet und die Kommunion empfangen haben. Dieses Privileg, das der Kathedrale im Jahr 1122 erteilt und kurz darauf bestätigt wurde, verlieh Santiago die Eigenschaft als heilige Stadt der Christenheit. Der obere Teil der Fassade wird vom Apostel und seinen zwei Jüngern dominiert. Im unteren Teil, zu beiden Seiten der Tür, sehen wir 24 eingefügte Figuren, die aus dem ehemaligen Chor aus Stein von Maestro Matteo stammen, der im 16. Jahrhundert abgebaut wurde. Hinter uns erhebt sich die beeindruckende Mauer des Klosters San Paio de Antealtares mit ihren 48 mit Gittern versehenen Fenstern. Alfons II. Von Asturien gründete es im 9. Jahrhundert aus Furcht vor einem Raub, damit die Mönche die Reste des Apostels behüteten. Die Benediktiner wurden Ende des 15. Jahrhunderts von in Klausur lebenden Benediktinerinnen ersetzt, die dieses Gebäude seitdem bewohnen. Diese Nonnen stellen Süßwaren her und verkaufen sie über das Drehfenster, das sich in der Straße San Paio befindet, direkt neben dem Kloster. Einer Legende nach verliebte sich ein Student leidenschaftlich in eine junge Novizin des Klosters. Eines Nachts, als er versuchte, in ihr Fenster zu klettern, fiel der junge Mann hinunter und starb zu Füßen der langen Mauer. Man sagt, dass sein Geist seit damals verloren umherirrt und hier seine Geliebte sucht. Die magische Atmosphäre, die man nachts in diesem Platz spürt, wurde auch von dem spanischen Lyriker Federico García Lorca beschrieben, der in seinen galizischen Gedichten schrieb: Sieh seinen ausgezehrten Körper, schwarz von Schatten und Wölfen, Mutter, der Mondtanz, in der Quintana der Toten. Dieser Platz ist in Wirklichkeit ein großer Zeitzeuge der Geschichte. Hier erklangen die ersten öffentlichen städtischen Ausrufungen des Mittelalters. Hier stand das erste Rathaus der Stadt. Und hier, im Kloster San Paio, wurde die Universität gegründet. Er war außerdem Markt und Schauplatz verschiedenster politischer Demonstrationen in der Stadtgeschichte. Er war Zeuge, wie in einer Nacht im Mai 1808 ein Bataillon aus 1000 Studenten und Dozenten der Universität von Santiago im Napoleonischen Krieg gegen die französischen Truppen zog und somit die Besetzung Galiciens verhinderte. Ihnen zu Ehren hieß der Quintana-Platz eine Zeit lang Platz der Literaten, woran uns ein Schild erinnert, das an der Mauer des Klosters angebracht ist. Vielleicht ist so viel gesammelte Geschichte der Grund dafür, dass dieser Platz den Namen Quintana-Platz erhielt. Den Platz der Plätze.